Wir schieben Frauen gegen Würste. Wir schieben Frauen gegen Würste. Dass er uns die Halle wieder zur Verfügung gestellt hat. Dann möchte ich gleich was zum Modus sagen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie viele Fallen wir bei den Mädchen sind. Bis jetzt sind 10 da. 12 waren gemeldet, eine ist krank entschuldigt. Die eine kommt vielleicht noch. Entweder spielen wir jetzt in zwei Gruppen bei den Mädchen oder in einer 10er-Gruppe, das ist jetzt nur genau sicher. Bei den Jungen spielen wir in zwei 6er-Gruppen, wobei die ersten drei dann in die Endrunde kommen. Gut, zur Verpflegung. Hier vorne könnt ihr euch was zu trinken und zum Essen kaufen. Kaffee gibt es auch. Wir müssen jetzt noch einmal abwarten, ob die Theresa-Strahl noch kommt. Ihr könnt jetzt noch einmal 5 Minuten weiter trainieren, dann werden die Spiele aufgehoben. Ich wünsche euch allen einen guten Erfolg. Falco hat sein erstes Spiel begonnen gegen Weiße. Leider wieder ein Spieler mit völlig falschen Aufschlägen. Angela spielt gegen Beil. Angela hat soeben ihre ersten Bälle getroffen. Der Rest des Satzes war völlig verschlafen. Falco dagegen spielt. Angela spielt unerklärlich viel schlechter, als sie es in Wirklichkeit kann. Es gibt nur zwei Erklärungen. Entweder sie ist nicht richtig warm gespielt oder sie ist nervös. Sie hat eine Unmenge sehr leichte Fehler gemacht, die sie nie macht, schon lange nicht mehr. Zum Beispiel bringt sie wenig Aufschläge hinüber. Sie achtet überhaupt nicht auf Unterschnitt. Hat überhaupt kein Gefühl für unteren Überschnitt und das ist eigentlich mehr ein Zeichen von Nervosität. Das Spiel von Angela ging glatt 2-0 verloren. Falco hat jetzt bereits 2-0.
Der Falco ein unangenehmer Gegner, auch wieder mit falschen Aufschlägen, schwierig zu nehmen. Schnittbälle. Falco spielt da eine Idee zu vorsichtig, aber es passt schon so. Sind beide bei Angela im ersten Satz, Pech, Netz und raus. ...21:19 verloren. Mittlerweile ist Falco aufgewacht, führt 17:5, allerdings gibt es schon wieder unschöne Diskussionen mit jemandem, der der Meinung ist, die Aufschläge seien korrekt, weil sie bisher noch nie jemand reklamiert hat. Dabei habe ich auch hier klar gesagt, ich erwarte keine richtigen Aufschläge, weil der Junge das Hochwerfen des Balles jetzt auf die Schnelle nicht lernen kann. Ich möchte nur, dass er wenigstens nicht beim Aufschlag machen noch ablenkt und dann den Ball aus der Hand schlägt. Und das ist eine Unfairness, die nicht erlaubt ist. 21:5 für Falco. Angela hat ihr zweites Spiel zu 17:18 verloren gegen Schreibmüller. Falco spielt hier den dritten Satz. Nachdem der zweite klar mit 21:5 an Falco blieb, jetzt wieder Anlaufschwierigkeiten.
wieder schön sichtbar, wie er erst lange zögert mit dem Aufschlag, damit der Gegner die Konzentration aufgibt und dann einen Aufschlag aus der Hand macht. Dennoch 21:10 im Entscheidungssatz für Falco, zweites Spiel in Kreisgewinn. Schön, Falco, klasse, so hat man die Grenze. Er spielt eigentlich besser als sein Gegner, ist aber jetzt wieder in der Phase, wo er sich ärgert und durch den Ärger völlig unkonzentriert auf die Bälle schaut und damit den ersten Satz vermutlich völlig unnötig verliert. Schön.